Dieses Haus in Neufelden im Mühlviertel gehört zu Oberösterreichs Biergeschichte. Schon vor fast 500 Jahren wurde hier das erste Bier gebraut. Lange stand die Brauerei aber nun still, bis sie vor wenigen Monaten wieder zum Leben erweckt wurde, als Biobrauerei. Ja, die Brauerei wurde ja ursprünglich schon 1523 urkundlich erwähnt und war leider durch mehrere Schließungen immer wieder unterbrochen. Und seit Herbst diesen Jahres gibt es eine neue Neufeldner Brauerei, und zwar die erste oberösterreichische Biobrauerei. Wir möchten eben kein Massenbier machen, wir machen kein Märzenbier im herkömmlichen Sinn, sondern so wie jetzt mit unserem Weizenbock bringen wir heute Spezialitäten auf den Markt, die sehr gut ankommen. Pünktlich zur Weihnachtszeit braut man in Neufelden den ersten Weizenbock Oberösterreichs. Ein normales Weizenbier soll 2012 folgen. Dafür verantwortlich ist dieser Herr, Richard Grassmück, früher Braumeister in Freistadt und für viele einer der besten seines Faches. Ausgangsprodukt für jedes Bier ist Biomalz aus Gerste und Weizen. Vergoren wird nicht wie herkömmlich in Stahltanks, sondern in kleinen offenen Gärbottichen. Für gutes Weizenbier kommt's aber auf die Hefe an. Es gibt zwei verschiedene Hefesorten, die grundsätzlich in den Brauereien verwendet werden. Und das sind untergärige und obergärige Hefen. Und die normalen Biere, die wir kennen, Märzenbier, Pilzbier und so weiter, das sind untergärige Biere. Und Weizenbier ist ein obergäriges Bier. Der wesentlichste Unterschied bei diesen Hefesorten ist, dass die obergärige Hefe bei einem ganz anderen Temperaturspektrum arbeitet, bei Temperaturen über 20 Grad, und ein ganz anderes Geschmacksprofil bildet wie untergärige Hefen. Und deswegen ist auch der Biertyp komplett anders. Nach 6 Wochen im Lagertank ist der Weizenbock fertig. Ja, unser Weizenbock hat eine goldgelbe Farbe, einen tollen kompakten Schaum. Im Geruch haben wir sehr deutlich eine schöne Bananennote, was typisch ist für ein gutes Weißbier, ist aber auch sehr rein im Geruch. Und im Geschmack, das werden wir gleich überprüfen. Auch eine tolle Bananennote, sehr vollmundig, sehr cremig. Schön im Abgang, ein süffiges Bier, geht rein wie Öl. Zum ersten Bio-Weizenbock Oberösterreichs ließ es sich der Umweltlandesrat nicht nehmen, das Fass persönlich anzuschlagen. Mit mehr oder weniger Übung. Ich bin normalerweise überhaupt kein Weizenbier-Fan, aber das ist wirklich das erste Weizenbier, das man schmeckt. Es ist sehr süffig, von daher auch aufpassen, denn es ist sehr gehaltvoll. Es schmeckt süßlich. Es ist eine ganz starke und klare Honignote mit drinnen. Also wirklich ein total spannendes, interessantes, hochqualitatives Bier. Und vor allem eines, das mich an kein anderes Bier erinnert. Und das ist spannend. Mehr Infos zum Neufeldner Bio-Bier und wo es erhältlich ist unter www.biobrauerei.at.